Dienstag, 2.1.2018, 12 Uhr Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback kommentieren IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI Vrite ADI Script, Integration der ASE unterstrich 1, wie wäre es, wenn in Deutschland Millionen Menschen miteinander vernetzt wären und einander im Notfall unmittelbar helfen würden? Eine Ahnung davon, welche Wirkung das im idealen Fall hätte, ließ sich kürzlich in einer kleinen Straße im bayerischen Rottach beobachten. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI Vrite ADI Script, Outstream unterstrich 1, IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI Vrite ADI Script, Mitte unterstrich 2, als der Rettungswagen hier knapp 11 Minuten nach einem abgesetzten Notruf eintraf, war der 80-jährige Patient bereits gerettet. Zumindest hatte er die Augen schon wieder aufgeschlagen und sein Zustand war stabil. Umringt von aufgelösten Angehörigen kniete die Helferin Elisabeth Halmbacher neben dem Mann und packte den Defibrillator wieder ein. Ein paar Minuten zuvor hatte Elisabeth Halmbacher noch mit ihrer Kollegin in einem Raum am Tegernsee gesessen und über ihre Shetland-Ponys geplaudert. Als die Leitstelle des Rettungsdienstes sie anfunkte, hatten Halmbacher, selbst Rettungssanitäterin und ihre Kollegin alles stehen und liegen gelassen und waren losgebraust. Nach nicht einmal 3 Minuten waren sie vor Ort. Der Mann war den panischen Angehörigen zufolge offenbar gerade bewusstlos geworden, Halmbacher erkannte schnell, dass er nicht mehr atmete und sein Herz nicht mehr schlug. Sie begann die Wiederbelebung. Noch während ihre Kollegin die Elektroden des Defibrillators aufklebte und Halmbacher den Patienten beatmete, hustete dieser plötzlich und schlug die Augen auf. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI Vrite ADI Script, Mitte unterstrich 3, der Rettungswagen brauchte knapp 11 Minuten, weil das Fahrzeug der nächsten Rettungswache bereits anderweitig im Einsatz war. First Responder können allererste Hilfe leisten. Elisabeth Halmbacher hatte der Rettungsleitstelle am Abend zuvor Bescheid gegeben, dass sie mit einer Kollegin bereitstehe, falls man sie als sogenannte First Responder in der Gegend brauche. Ehrenamtlich kommen diese Ersthelfer zum Einsatz, sie erhalten kein Honorar, haben aber auch keine Verpflichtungen. Und werden doch immer wichtiger, sowohl in Deutschland als auch weltweit. So oft wie möglich stellen die Johanniter in Rottach eine solche Bereitschaft. Der Grund, wenn der Rettungswagen hier bereits im Einsatz oder auf dem Weg zur Klinik ist, benötigen die Retter nach Rottach meist mehr als 10 Minuten. Bei einem Notfall jedoch kommt es mitunter auf Sekunden an, in den ersten Minuten sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit alle 60 Sekunden um 10%, sagt Clemens Gill, Leiter des Zentrums für Notfallmedizin am Universitätsklinikum Marburg. Elisabeth Halmbacher hat dem Mann vermutlich das Leben gerettet. Prüfen, rufen, drücken, so funktioniert die erste Hilfe für eine Wiederbelebung. Gibt es 3 einfache Regeln: Prüfen, rufen und drücken. Bricht eine Person bewusstlos zusammen, prüft man erstens durch Schütteln an den Schultern, ob sie noch reagiert, und beobachtet, wie sie atmet. Als zweites ruft man den Rettungsdienst über die Telefonnummer 112.